Okay. Ups. So, ein bisschen Entdeckung und da nochmal so ein Seil hier zum Aufmachen. Und runter. Okay. Puh. Und wir hören polternde Steine. Und sehen natürlich den Edelstein, den man nicht einsammeln sollte. Das Spiel spielt Stein. Diese Attacke ist sehr effektiv. Ach Mist, okay. Ich weiß nur, dass man da runtergehen konnte. Man muss das halt anders timen anscheinend. Oh Gott, nochmal von Anfang. Oh Gott. Geh weg. Willst du ja auch nicht beim Fledermäusen all meine Äpfel verbrauchen, ne? Da bin ich ein bisschen eigen. Aber naja. Was Mut, das Mut. Bitte warten. So. Hier noch das Ding ran. Siehst du, kriegen wir sogar gleich ein neues extra Leben. Sofern wir nicht auf dem Weg dahin verkacken. Sieht eigentlich ganz solide aus. Für meine Verhältnisse. Und die Sprünge hier sind nicht ansatzweise so wie in König der Löwen. Man kennt das ja auch eventuell von irgendwelchen hier so Review-Typen und sowas, die halt dann Spiele bewerten und sowas und da halt immer so was sagen wie so, ja, ist halt kein Dark Souls, ne? Ich glaube, mein neues Ding wird jetzt einfach so, ja, ist halt kein König der Löwen, ne? Na, heutzutage vergleicht man ja alles unbedingt mit Dark Souls, habe ich ja in König der Löwen auch quasi halt scherzeshalber auch gemacht. Hab ja auch gesagt, ja, hier, ne, das ist das Dark Souls der 90er. Und ich glaube, zukünftig werde ich halt auch Spiele halt so ein bisschen so neckisch betrachten und sagen so, ja, ist halt kein König der Löwen, ne? Wow, okay. Oh, ich treffe aber auch immer daneben, immer! Na gut, dann lassen wir diesen Weg Weg sein und gehen unseren eigenen Weg. Ich meine halt nur, da ging es halt irgendwie nochmal zum Lebensupgrade, aber eventuell kommen wir da auch auf anderen Wege hin. Wäre zumindest schön. Bitte warten. Richtig Bäm, ja. Schöner Apfel für eine Fledermaus. Kann auch mal was Gesundes essen. Hat Vitamine und so einen Dreck. Auch eine Fledermaus braucht Vitamine. Klingt komisch, ist aber so. So. Hui. Oh, nochmal. Hui. Doppelhui. Und ich finde es halt auch wirklich sehr schön animiert hier. Aber das fand ich halt bei der Mega Drive-Version auch schon, ne? Dass die Spiele grundsätzlich sehr animiert sind. Aber ich glaube, Disney hat da auch sehr viel Fokus drauf, dass halt diese Spiele grundsätzlich schön aussehen von der Animation her. Ich meine, hier hat Disney, glaube ich, keine Finger so direkt im Spiel gehabt. Ist ja kein Zusammenarbeit von Disney und Capcom so an sich. Ich glaube, das war so ein Spiel, wo halt tatsächlich Capcom halt gefragt so, hey, mach dir auch nochmal ein Aladdin-Spiel. Alter. Für Super Nintendo. Aus Grund XY. Muss ja da irgendwas gegeben haben. Ich weiß auch gar nicht, ob die Spiele einigermaßen zeitnah gleichzeitig rausgekommen sind. Ob es da viel zeitliche Differenzen gab. Hier war das, wo wir auch noch dahin kommen. Ja.
kann nicht runtergucken. Kacke. Na, so träume ich mich da nicht hin. Ja, da bin ich ein bisschen eigen. Ja, theoretisch käme man da, meine ich, auch nochmal an ein Lebensupgrade, aber gut. Die Wunderlampe! Apu, nein! Rühren. Unglück! Glückwunsch! Level 2 erfolgreich durch. Sogar 3 rote Diamanten eingesammelt. Wow. Kaum hat Abu das Kleinod berührt, fällt die Höhle in sich zusammen. Abu und Aladdin müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ja, und wir kriegen einen Autoscroller mit einer Musik, die sehr stark an Ghosts and Goblins erinnert. Von insbesondere halt durch die Soundeffekte an sich, die halt verwendet werden. Nicht die Musik, sondern einfach nur die Soundeffekte. Ja, spring halt nicht hoch genug, ist okay. Ist okay. Wollen wir hoch genug springen? Autosqualler. Yay. Der Spaß eines jeden Gamers. Fand ich ja so albern, ne? Damals für ein Sega Master System. Bei einem Sonic-Spiel. Weißt du, ein Sonic-Spiel, das sich dadurch auszeichnet, dass es schnell ist und sowas. Dass dein Charakter schnell durchs Level kommt. Dass du da ein Autoscroller-Level hingeknallt bekommst, ne? In einem Sonic-Spiel. Yay. Das macht's richtig Sinn. Einfach nur, weil es kann. So. Und hepp. Solange hier nicht irgendwelche Plattformen nach unten gehen, ist alles okay. Eine Truhe mit einem Brot, yay! Hätte ich jetzt auch nicht mehr gebrauchen können. Aber jetzt habe ich keinen Schaden gekriegt. Oh weh, oh weh. Und ja, ob wir jemals Ghosts and Goblins spielen, das sei mal so dahingestellt. Weil das ist noch mehr Dark Souls der 90er oder sowas. Oder 80er teilweise, als König der Löwen. Ghosts and Goblins, das würde das Maß aller Dinge sprengen. Das wäre... Ja. Nein, nein! Oh, ich dachte, ich fall sofort in die Tiefe. Jetzt den ganzen Scheiß nochmal? Den ganzen Scheiß nochmal. Nee, nicht den ganzen, okay. Wir starten ab Skarabäus. Das geht ja noch fast. Das ist ja fast nett vom Spiel. Oh, Alter. Irgendwie... Ach so. Ah, das war jetzt für 100 Edelsteine. Für 100 Edelsteine habe ich nicht ein Leben gekriegt, sondern tatsächlich mehr Herzchen. Das ist ja nett. Das gefällt mir. Ich hatte so im Kopf, dass es halt um Leben geht, aber gut. So kann man sich irren. Ohne irre zu sein, Gebürtiger. Okay. Ente. Also, halbwegs. Ente. Und Ginny!
Das magische Genie-Rad. Ich darf mir das wünschen. Ich wünsche mir das da. Und. Oh. Non continue. Für den Fall eines Falles. Erstmal continue. So, und wir kommen ins Teppichflug-Level. Hier können wir uns, glaube ich, halt wehtun, wenn wir halt zu weit oben, zu weit unten halt sind. Anders als bei dem im Mega Drive. Und natürlich halt nicht von Steinen treffen lassen. Hat Vorteile. Und nicht vor Lava. Also hier müssen wir ein bisschen anders ausweichen als beim Mega Drive, wo wir einfach nur vorgezeigt bekommen, wo wir jetzt lang zu fliegen haben. Oh weh, oh weh. Wow, 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 okay. Das war kacke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben auch nicht mehr so viele Versuche. Das ist... Das macht es ein bisschen schwieriger. Oh! Sowas mag ich ja nicht. Also ich habe nichts gegen Spiele wie R-Type und Gradius und wie sie nicht alle heißen. Nur ich hasse es, wenn du halt dann vor dir nicht dann so schnell siehst, was halt kommt, was du ausweichen musst und von hinten quasi halt überall Dinger bekommst, von oben, von unten, von überall. Ja. Aber ich glaube, das war es auch schon. Oh, wow, 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 das war knapp. Nein! Nein, das ist kurz vor Ende. So kurz vor Ende. Stückchen weiter ist quasi Höhlenausgang. Oh Gott. Das könnte mich auch mal einen ganzen Continue kosten, quasi. Einen weiteren Versuch. Ah, Alter! Wir versuchen natürlich weiter. Okay, auf ein neues. Ich glaube, ich schaff's. Oh weh. Die Musik klingt einfach so, weißt du, wie Ghouls and Goblins. Und jedes Mal, wenn ich einen Ghouls and Goblins Sound höre, da sträuben sich bei mir die Nackenhaare, weil ich weiß, wie scheiße schwer das Spiel ist. Wobei, es ist nicht mal so mega scheiße schwer, es ist halt wirklich auswendig lernen. Oh Mann, oh. Oh. Weißt du, da denkst du so, ja, jetzt ist vorbei. Ja, nee. Also dein Leben schon, aber das war's auch schon. Weißt du, wenn es so knapp wird durch die herabfallenden Steine und so, ne? Bin ich ja kein Fan von. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah, wir sind raus. Es war auch nur ein bisschen knapp. Nur ein bisschen. Okay. Aladdin und Abu können sich retten und bringen Jafar die Lampe. Jafar übertölpelt die beiden
und sperrt sie in eine Höhle ein. Zum Glück kann der gewitzte Abu noch schnell die Lampe stehlen. Um die Schriftzeichen auf der Lampe besser entziffern zu können, reibt Aladdin den Schmutz mit seinem Ärmel fort und puff! Ein Genie entsteigt der Lampe und er sieht in Aladdin seinen neuen Meister, sein Gebieter. Zunächst jedoch möchte der Genie Aladdin das Innere der Lampe zeigen. Ich bin immer noch der Meinung, so etwas kam tatsächlich nicht im Film vor, dass er ihn mit in die Lampe genommen hat. Es war hier so ein bisschen, ne, so seine Tricks gezeigt und gezeigt so, hey, listen, hey, das alles kann ich und noch viel mehr. Aber nicht mit in die Lampe. Aber selbe Erzählweise hat quasi ja Sega auch gemacht mit, ja, nur sieht's halt hier ganz anders aus. So. Ich habe überlegt, ob da irgendwas kommt, aber nö. So, hier nochmal so eine Schriftrolle. Ich weiß nicht, wofür. Da weiß ich in der Tat nicht, wofür es ist. Hat mir das Spiel bisher auch nicht erklärt. Da fand ich das tatsächlich nett von der Mega Drive-Variante. Das finde ich, hätten viel mehr Spiele damals gebraucht. Dass halt am Anfang des Spiels einmal gezeigt wird, hey, ne, das und das und das sind alle die Gegenstände, die du sammeln kannst, bis auf die schwarze Lampe, die wurde nicht erwähnt. Und da wurde halt auch gleich gezeigt, ne, wofür es alles gut ist. So einmal eben fix und dann ist gut. Und der Genie will was zaubern. Yay. Das ist doof. Oh, Alter, ich bin da nicht hochgekommen. Und hinten Apu fliegt mit dem Teppich. So, Hintergrunddetails halt. Na, ja, das kann er weiter werden. Jetzt liegt hier ein Brot. Hast du Brot? Hey, Äpfel. Für den Fall eines Falles, dass ich hier lebend rauskomme, was ich derzeit noch nicht glaube. Aber für den Fall habe ich dann Äpfel. So. Und wir sind wieder an der Zauberstelle. Zauberei. Hexerei. Jetzt kommt hier noch eine Wolke. Eben war das anders. Nein! Oh! Oh! Das war gemein. Das war blöd von mir selbst. Sagen wir es so. Und so schwanden die Continues nach und nach, einer nach dem anderen. Yay! Party! Hard! So, sammeln wir hier nochmal das Ding ein. Wofür auch immer. Aber ich sage ja immer, ne, was wir haben, das haben wir. Nein! Oh, Alter, warum nimmst du nicht die Kante, Junge? Ist doch wahr. Ganz ehrlich mal, finde ich nicht gut. Lass das mal, ich will leben. Ah ja, jetzt zieht so langsam der Schwierigkeitsgrad der Level an. Oder meine Unfähigkeit. Beides ist durchaus im Bereich des Möglichen. Boing. Ja, mach das doch in die falsche Richtung. Ist auch okay. Brauche ja keine Äpfel. Wozu denn? Hallo, Äpfel. Pff, gesund. Nee. Also, Gesundes kommt mir nicht ins Haus. Höchstens Erdbeerkäse. Das war es aber auch schon mit Vitaminen. Ja, und ich kaufe auch ganz viel Kinderriegel, weil es Milch drin ist. Ist gesund. Ist ja für Kinder.
von Kinder für Kinder mit Kindern. Kinderreal. Okay. Soweit so abartig. Bisher nur Wolken. Ich glaube, Genie macht es mir gerade einfach ein bisschen einfach. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ist noch nicht das Ende. Das ist ja blöd. Okay, ich glaube, ich hätte mich an die roten Dinger ranhängen müssen. Oh, war es schon wieder ein Continue? Alter, was mache ich denn hier? Wie spiele ich denn? Ist ja nicht gut. Lass das mal. Ich bin noch am Leben. Ich dachte für einen kurzen Moment, ich rutsche gleich wieder irgendwie blöd ab und sowas. Och ja, wieder in die falsche Richtung. Also, die Vase fällt auf jeden Fall immer, glaube ich, in die Richtung um, wo man nicht hinguckt. Also quasi in die entgegengesetzte Richtung.